Wir denken oft, Charismatiker sind perfekt. Sie wirken makellos, sie wirken unglaublich anziehend und begeisternd. Aber, und das ist jetzt der wirklich wichtige Punkt, es gibt mindestens 5 Aspekte, von denen du vielleicht denkst, das macht schon Charisma aus, das brauche ich auch für Charisma und das muss ich erst haben, um selbst charismatisch sein zu können. Aber ich kann dir wirklich sagen, diese 5 Aspekte brauchst du nicht. Das kann ich dir aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre sagen, bei der ich Menschen auch persönlich unterstützen durfte, überzeugender zu kommunizieren und charismatischer zu wirken. Fangen wir an mit Punkt Nummer 1, und zwar unendliche Selbstsicherheit. Wir denken oft, wie James Bond muss ich, wenn im Hintergrund alles explodiert, ich in jedem Moment vollkommen gelassen und selbstsicher sein. Es ist schon so, dass charismatische Menschen extrem selbstsicher sind und in ihrer Mitte sind und durchaus auch sich unabhängig machen von der Meinung anderer, weil sie einfach eine klare innere Mitte haben, die sie dann auch nach außen kommunizieren. Aber sie sind bei weitem nicht perfekt und sie sind auch nicht immer absolut selbstsicher. Also wenn du einen Vortrag vor einer großen Menge halten musst oder vor neuen Menschen, irgendwie einer Gruppe, die du kennenlernen willst oder einer attraktiven Person, die du kennenlernen möchtest, da in Kontakt kommen willst, dann ist es völlig okay, unsicher zu sein. Allerdings solltest du dann Strategien haben, wie du letztendlich auch dann in deine Strahlkraft kommen kannst und selbst wenn vielleicht mal du unsicher und nervös bist, du trotzdem überzeugend charismatisch wirken kannst. Heißt, unendliche Selbstsicherheit ist nicht wichtig, um charismatisch sein zu können. Allerdings solltest du wissen, dass wenn du mal unsicher bist, wie du dann trotzdem charismatisch wirken kannst. Punkt Nummer 2 ist Extraversion. Na, gerade dieses Outgoing sein, die Rampensau sein, viele Menschen zu kennen und befreundet zu sein mit denen und so weiter, das macht doch charismatische Menschen aus. Nein, wirklich nicht. Wenn du jemand bist, der mehr Kraft tankt, wenn er auch mal alleine ist oder wenn er nicht die ganze Zeit socializen muss, alles gut, auch dann kannst du extrem charismatisch sein. Charismatische Menschen schaffen es hingegen, und zum Beispiel bei uns im Charisma-Mentoring würde ich mal sagen, sind wir so 50-50, introvertiert, extrovertiert. Allerdings, und das ist das Spannende, schaffen es auch die Introvertierten, extravertiert sich verhalten zu können und auch mal auf andere aktiv zugehen zu können und dort eine positive, starke Energie aufzubringen, genauso wie Extravertierte ist. Bei uns im Charisma-Mentoring mit konkreten Techniken schaffen, auch wirklich innerlich mehr in eine Ruhe zu kommen und eben nicht die ganze Zeit sich präsentieren zu müssen. Heißt, nein, Extraversion brauchst du nicht. Du solltest allerdings konkrete Strategien haben, wie du mehr sozial nach außen gehen kannst. Und dafür ist der YouTube-Kanal hier ja auch ein Hauptaspekt, der ja, dich da unterstützen mag. Punkt Nummer 3 ist Attraktivität. Es ist tatsächlich so, dass charismatische Menschen attraktiver sind, aber charismatische Menschen sind nicht unbedingt attraktiv. Also attraktive Menschen, ja, das erhöht durchaus das Charisma oder die Aufmerksamkeit, aber ganz wichtig, nur für den ersten Eindruck. Das zeigen psychologische Studien. Ja, Charisma oder Attraktivität befördert auch die Wirkung am Anfang, allerdings, das kennst du sicher auch selbst, du hattest vielleicht manchmal einen tollen ersten Eindruck von der Person, aber dann über die Zeit hat es nicht so wirklich mehr gepasst. Und das hat dann mehr mit der inneren Ebene, mit der Persönlichkeit zu tun und eben nicht dem äußeren Aussehen. Heißt, du solltest mehr an deinem Inneren arbeiten. Wenn du innerlich selbstsicher bist, wenn du innerlich freudig bist, wenn du innerlich schön und attraktiv bist und interessant bist wirklich auch, dann wirkst du auch auf andere Menschen charismatisch. Eben drüber, über den äußeren Ausdruck oder die Attraktivität. Und ganz ehrlich, ich kenne Leute, die nicht nach den gesellschaftlichen Standards attraktiv sind, aber die unglaublich charismatisch sind, eben weil sie mit ihrer Kommunikation und weil sie mit ihrem Storytelling beispielsweise einfach andere Menschen wirklich wie auf Knopfdruck in den Bann ziehen können. Das ist unglaublich. Und wir haben ja jetzt gerade den 1. Januar, wo das hochgeladen wird, also frohes neues Jahr, herzlich willkommen in 2020, auch dass es ein gutes Jahr wird. Und während du dieses Video schaust, gibt es 2 Geschenke von meiner Seite aus. Erstens, wenn du sagst, hey, ich möchte meine Kommunikation erweitern und mich verbessern, das einfach kostenlos auch machen, dann geh gerne auf redefabrik.net/discord, dort kommst du auf unseren Discord-Server, wo wir morgen, also am 2. Januar um 18 Uhr einen Livestream machen werden, wo wir uns gemeinsam anschauen werden, wo du gerade jetzt in deiner Kommunikation stehst und in deiner generellen Persönlichkeit und auch in deinem Leben, was du im nächsten Jahr auch realisieren möchtest, heißt, wie du deine Ziele erreichst. Und das zweite ist,
zur Zeit, also jetzt tatsächlich nur noch bis morgen Abend, also bis zum 2. Januar abends um 23 Uhr, hat das Charisma Mentoring noch geöffnet. Also wenn du die letzte Chance nutzen möchtest, jetzt noch in unsere tiefgehendste Ausbildung zu gehen, wo wir dir helfen, sowohl in der Persönlichkeitsentwicklung voranzukommen, wir dir persönliche Impulse geben, also wirklich ins Coaching, du mit mir jede Woche kommen kannst und auch mit meinen Experten aus dem Team. Wenn du das machen möchtest und wirklich da tief an deiner Persönlichkeit und deiner Kommunikation arbeiten willst, dann geh gerne auf charisma-mentoring.de. Und damit sind wir schon bei Punkt Nummer 4, und zwar Kreativität. Really. Wir denken, wir müssen das Rad immer neu erfinden. Gerade wenn ich schlagfertig sein will, dann muss ich doch irgendwelche neuen Techniken finden. Dann muss ich ja immer was Tolles im Kopf haben. No, wirklich nicht. Wenn du charismatisch sein willst, dann solltest du wahrscheinlich mehr auf die wirklich funktionierenden Strategien zurückgreifen und das jetzt aber ganz wichtig, ohne dich zu verstellen und zu verbiegen. Im Gegenteil, es geht oft nicht darum, besonders kreativ zu sein, sondern es geht darum, wie du einfach du selbst sein kannst, allerdings mit einer weiterentwickelnden inneren Welt, also einem größeren Selbstbewusstsein oder einer größeren Empathie beispielsweise, einfach besser in Kontakt kommen kannst und besser wirken kannst. Du brauchst nicht das Rad neu erfinden, kannst gerne natürlich von Experten wie uns auch Impulse bekommen, die dir helfen mögen, aber am Ende des Tages geht es darum, dass du in der Art und Weise, wie du bist, dich nicht verstellst oder verbiegst, aber konkrete Techniken und Strategien hast, dich weiterzuentwickeln und besser auch zu kommunizieren. Und damit sind wir auch schon bei Punkt Nummer 5, und zwar geschliffene Rhetorik. Ja, ich bin auch Trainer für Rhetorik. Und wenn du das lernen willst, auch im Charisma Mentoring dazu Fragen hast, immer gerne, ich unterstütze dich gerne, deine Rhetorik zu verbessern, deine Kommunikation zu verbessern. Allerdings, das ist jetzt wirklich der wichtige Punkt, du brauchst keine geschliffene Rhetorik, um charismatisch zu sein. Du hast es gerade gemerkt, ja, ich habe eben hier auch einen Versprecher gehabt und der war sicher nicht geplant. Und das ist einfach das. Charismatische Menschen machen genauso Fehler. Ich meine, am Ende des Tages sind es ganz normale Menschen. Und jetzt kommt aber der spannende Punkt. Selbst wenn sie mal nicht gut kommunizieren, dann wissen sie dann, wie sie trotzdem sympathisch wirken können. Sicher kennst du diese Menschen aus deinem eigenen Leben, wo du vielleicht irgendwie, wenn du das gesagt hättest, irgendwie plötzlich komisch wirken würdest oder unsicher wirken würdest. Die andere Person schafft es irgendwie auch da, dann charismatisch zu wirken. Und wenn du das lernen willst, dann komm gerne in unser Charisma-Mentoring. Es geht nicht darum, einen tollen Eindruck bei anderen zu erzeugen, sondern es geht darum, wie du dich mit dir selbst wohlfühlst, deine Persönlichkeit entwickelst und das natürlich durchaus auch nach außen besser kommunikativ zeigen kannst. Wenn dich das interessiert, freue ich mich sehr, dich vielleicht morgen bei unserem Live-Call unter redefabrik.net/discord zu begrüßen oder auch beim Charisma-Mentoring unter charisma-mentoring.de. Begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dich bei dem einen oder dem anderen Weg zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf das tolle 2022 mit dir. Jetzt alles Liebe für den Start ins neue Jahr. Ich freue mich, dich zu unterstützen. Alles Liebe und viel kommunikativen Erfolg.